Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic. Ich bin Alex 47, Jedi Gelehrte, und neben mir steht der Twi'lek und mein Partner Maxer on the Gaming, der Jedi Ritter. Genau. Jedi Ritter bist du? Jedi Hüter bist du, ne? Ja, ich bin Ritter eigentlich. Ja. Jedi Hüter ausgewählt. Ich krieg ja eine Nachricht nach dem anderen. Ich nicht. So, was haben wir denn heute vor? Wir würden einen Helden 2 Mission machen, Feinde der Republik. Genau. Und auf dem Weg könnten wir auch noch Planetenüberprüfung machen. Alright. Ah, warte mal. Wo liegt denn Kraft? Warte, warte. Wir vergessen am Anfang öfters was. Ja, das haben wir vergessen diesmal. Warte, meine Maus spinnen gerade. Ich habe gerade einen neuen Codex-Eintrag bekommen. Echt? Ich nicht. Bestienmeister von Coruscant. Oh, das haben wir von keiner Gilde kontrolliert. Das ist richtig. Aber das wird sich irgendwann mal ändern. Oh, ich hoffe, es wird unsere Gilde sein. Darauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus. Wäre ich nicht drauf gekommen. Ja. Das ist aber der. Da schalte ich mal. Läufst du richtig? Ich lege gerade in-game. In-game leckst du? Ja, ich lecke. An wen leckst du denn jetzt schon wieder rum? Und jetzt zum Thema. Wir haben schon ein paar Gildennamen uns rausgesucht, also ich jedenfalls. Und zwar, wie war der Name? Rising for 7 und was war das andere, was ich gesagt hatte? Das müsstest du am besten wissen. Gut, ich habe leider nicht. Lol. Ach, und bevor ich vergesse, ich habe mir gestern vor ein paar Tagen was gegönnt. Hier. Boah, siehst du komisch aus in dem Ding. Aber das ist cool. Komisch zusammengekauert. Ah, meine Frage wäre es gewesen. Und zwar. Finde den Namen Rising 47 gut oder nicht? Wäre mal schön zu wissen. Ein Codex sind drauf, schade. So, wir müssen hier hoch. Hast du, wieso, X? Hast du es hier schon? Thank you.
das Gefühl, im Hintergrund wird gekämpft. Kehre zu Festburger zurück. Alles klar. Machst du? Neuer Codex-Antrag, Cheaton. Sachen verkaufen und reparieren. Warten Sie die Untersuchung und Produktvorschläge ab. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Melden Sie Ihre Beschwerden. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Willkommen. Bitte wählen Sie eine verfügbare Reiseroute. Auf zum Jedi-Tempel. Coruscant genießen können. Zu genießen ist ja eigentlich nichts, aber. Danke. Coruscant genießen. Ja, hast du gehört, was ich gesagt habe? Nein. Okay, Vorstellung, wir wieder nicht. Alles klar. Ob ich meine Aufnahme hier an dieser Stelle mal beenden soll, schnell. Als Test oder komplett durchlaufen lassen. Durchlaufen lassen wäre besser, oder? Kannst du durchlaufen lassen. Bis zu deiner Stelle. Da wo du ihn durchnimmst, dann ja, passt besser. Orbit und Orbit. Ah, wir können ja gar nicht das. Ich würde mir ja nicht vorwecken, aber hier gibt es, glaube ich, ein Datacon oder so. Ja, genau, hier gibt es ein Datacon und will ich nicht weiß auch, wo es ist. Ich auch. Aber ich voranführen immer. Und Boni. Vorher machen wir hier Snowbad. Die Boni-Mission hier. Versiegelte Tür. Mehr gibt's hier aber nicht. Na doch, die Respawn. Hier vorne müssen welche stehen eigentlich. Warte ich, will die Boni jetzt mal fertig machen. Und abgeschlossen, Bonusmission. Wir sehen uns. Weil ich die Bonusmission irgendwie kenne. Die habe ich mal von der langen Zeit entdeckt. Wollen wir schauen? Ein Augenblick. Alles klar. Wir beginnen das Gespräch. Danke, Fremder.
Ich hätte nicht gedacht, dass noch jemand töricht genug ist, sich hier rumzutreiben. Dumme Idee, einem verfluchten Senator zu trauen. Der Jedi-Tempel ist verlassen, hat er gesagt. Niemand da, gegen den man kämpfen muss. Nur der Weg dorthin ist problematisch. Und was finden wir? Kampfdroiden, imperiale Kommandos, Sith. Wir haben Glück, dass sie uns nur unsere Beute abgenommen und uns hier zum Sterben zurückgelassen haben. Ihr stört die Toten. Warum sind sie hier? Ihr hättet keine Chance. Ihr hättet besser weglaufen sollen. Ich laufe nicht vor einem Kampf davon. Aber ich bin auch nicht so dumm, noch mehr Prügel zu beziehen. Senator Stasno sucht nach einem Tagebuch, das seinem toten Sohn gehört hat. Irgendein großes Tier bei den Jedi, das während der Plünderung gefallen ist. Das Tagebuch ist alles, was von ihm übrig ist. Ich fühle mit dem Senator. Und mit seinen Credits. Aber diese Kommandos haben jetzt das Tagebuch. Sie werden uns nicht zweimal verschonen. Ich muss etwas tun. Ich kann es mit ihnen aufnehmen. Wirklich, zu schade. Ich werde mich um die Kommandos kümmern. Der Senator sollte das Tagebuch seines Sohnes bekommen. Was immer ihr sagt, Jedi. Aber der Junge ist tot. Das Tagebuch wird ihn nicht wieder zurückbringen. Senator Stasno wartet in der Nähe des Senatsgebäudes. Wenn ihr das Tagebuch zurückholen könnt, wird er euch empfangen. Danke für die Rettung. Los, Jungs, dieser Auftrag war ein echter Reinfall. Lol, das erinnert mich an was. Du kennst ja Kid Fisto, oder? Ja. Die Ratten, das wäre geil, wenn man die Rasse spielen könnte. Kann man das nicht? Nein, leider gibt's die nicht. Ah, der ist schon geil, oder die Rasse von Yoda. Also Yoda. Neuer Codex-Antrag: Ruinen des Jedi-Tempels. Oder die Rasse Yoda. Also Yoda ist eine eigene Rasse. Oh, wird fast falsch gelaufen. Läuft. Machen wir jetzt zuerst die Helden 2 oder Tagebuch oder Dadokon oder? Na, hier Helden 2 ist auch näher dran. Ah, ich beginne noch nicht ohne dich. So. Ach, da hier, wir leben. Einmal an den Speck. Ah, ich finde, in diesen Helden schon relativ easy. Gibt leider keine Bonus. Mission. Ah, aber das kannst du wieder lauter. Ja. Okay. Ich höre dich. Schön. Das ist nicht so. Das ist natürlich nicht so. Oh, ein Gespräch? Ja. Ja, er nicht. Es ist mir gleich, weshalb ihr das getan habt. Ich bin nur froh darüber. Ich schulde euch was. Nehmt diese Credits. Die Republik zahlt ihre Schuldigkeit. Alles klar. Also ich würde auch gerne alles in Euro ausgezahlt haben. Würde mir auch schon geben. Das machen die aber nicht. Dann würde mich nicht stören. Also nehme ich gerne an. Jetzt ein Datacron. Datacron. Darf ich voranführen oder nicht? Ist mir egal. Ich weiß auch, wo es ist von daher. Ja. Warte, wir sind hier. Ja, okay. Hab ich nicht gedacht. Dass die hier dumm rumstehen. Aber ich muss ehrlich sein, es muss früher bestimmt so schön gewesen sein alles. Wenn ich mich nicht irre, auf dieser Säule hier, oder? Alex? Hier, rechts. Ich weiß, ich bin einfach nur geguckt, ob hier irgendwas noch ist. Ich suche. Weil hier gibt's da nur das HK-Druin-Teil. Das hab ich mir da geholt. Ach, du kannst ja auch bei deinen Gleiternavigation nutzen. Ja, gönne man.
Ah, die hast du ja schon. So. Ja. Oh, ich war gerade ein bisschen verwirrt. Verwirrt? Nein! Runtergefallen? Nein. Nein. Stuck. Was soll denn das? Oh, knapp. Ja, dann Rand lang. Kriegen wir es denn hin? Ja. Ich hatte schon viel schwieriger hinter mir. Ich war dabei. Naja, eigentlich sind die ja nicht alle schwierig, aber ich bin durch mit dem ein bisschen tollpatschig, wenn es da los angeht. Und ich hab, warum hast du nicht mit auf einer Markep mitgenommen? Weil ich da mitkommen wollte eigentlich ursprünglich. Weil du die Gras hast. Weil das sind, weil es im Stream gerade so war und wir nicht wussten, wohin wir gehen, und dann haben wir das spontan da so entschieden. Ja, wie gesagt, Machtblitz gerade da. Machtblitz? Da war ja gerade der Typ hier, oder? Ja. Ach ja. Stufe 22. Von wo ist ich daneben, oder hast du schon geholt? Nö. Quasi soll mal hier ein bisschen ausstatten hier. Mit Zeug, das wir nicht tragen können. Naja, ich habe schon öfter mal drauf gehabt, hier so daneben zu springen bei irgendwelchen Dingen. Ja, das hier ist aber easy. Naja, für Leute, die nicht zielen können. Also, ich kann zielen, das ist nicht die Sache. Nur Leben wieder runterzukommen, das ist eine andere Sache. Ja, keinen Zugriff mehr. Oh, stimmt. Ich komm da runter. Also, ich habe keinen Zugriff mehr, warte. Kursant, vermächten wir es. Weiß ich aber. Kursant. Spring nicht runter. Todeskurs und der Beherrschung. Spring nicht runter. Könntest du mich gleich mal wiederbeleben irgendwie? Wenn du lebend ankommst? Weiß ich noch nicht. Du kommst nicht lebend runter, sag ich dir gleich. Ich kann mich auch nicht wiederbeleben. Schaff's nicht, stirbst. Ja! Lebst du noch? Ja, sie ja. Lebe ich mal bitte, ich will jetzt nicht 3 Kilometer fahren oder laufen. Wo bist du? Wo liegst ja. du? Du liegst in der Luft. Soll ich mich noch markieren am besten? Oder soll ich dich mal markieren? Nee, alles gut. Ja, Moment, Maus rastet gerade aus. Oh. So, muss das. Du stehst gerade ein bisschen im Bild. Du stehst bei mir im Bild. Ja, ich bin ja dann vorher da. Du schwebst in der Luft. Oh, das Tagebuch. Wo? Ich hab es. Ah, ja, auch gefunden. So, dann war's das ja auch schon, ne? Mehr gibt's ja auch eigentlich gar nicht zu machen. Datacon gesammelt. Einmal hier den Ausblick gucken, wie der Tempel aussieht. Natürlich, hier gab es noch eine Mission. Irgendwas töten war es. Ziemlich heruntergekommen. Meine Stecke schon wieder fast fest. Aber wieso bist du lebend da runtergekommen? Weil ich nicht von ganz oben gesprungen bin, sondern ein tiefer war. Wie geht das? Und ich bin nicht gesprungen, ich hab mich fallen lassen. Ah, ich bin auch gesprungen. Oh nee, ich bin ja gesprungen. So. Jetzt wieder durch die Kanalisation quasi. Du brauchst ja ein bisschen länger als ich, oder? Was? Wohin laufen? Oder warte mal, wir können auch. Porten, gibt's einen Vorpunkt. Wir könnten auch porten, ja. Wer ist denn der Punkt? Moment. Ich denke mal, der heißt. USTK-Gebiet war. Ja. Hüttenstadtsektor. Okay. Bin fast falsch gewesen. Wie? Hüttenstadtsektor. Gibt's da Hütten? Ha! Ein Sektor. War es nicht für diese Folge? Alex? Ja, zieh mich nicht an. Dann weiß man ihn noch, na, keine Ahnung. Alles klar.
melden Sie Ihre Beschwerden. Schrott verkaufen. Davon hast du ja eine Menge, denke ich mal jetzt. Sie sind einsatzbereit. Weil sie einsammeln. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Oh, hier ist Mission. Mission kommt von Daddy. Und dieses Gespräch werden wir dann in der nächsten Folge erleben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen, 18:30 Uhr. Auf Wiedersehen. See you later.